Herzlich willkommen zu unserer Online-Schulung Lifestyle für Prostatakrebspatienten. Heute zum Thema Sexualität, über das ich mit Dr. Markus Margreiter, Facharzt für Urologie und Andrologie aus Wien, spreche. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Die Diagnose Prostatakrebs bedeutet für den Patienten tiefgreifende körperliche Veränderungen, die sich auch auf die Sexualität niederschlagen. Besonders gefürchtet sind Impotenz und Erektionsstörungen, in der Fachsprache als erektile Dysfunktion bezeichnet. Herr Dr. Margreiter, müssen denn alle Prostatakrebspatienten mit diesen Beschwerden rechnen? Wir haben Gott sei Dank in den letzten 20 Jahren wahnsinnige Fortschritte gemacht. Während früher nahezu jeder Prostatakarzinompatient, der beispielsweise operiert worden ist, damit rechnen musste, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert mit der Manneskraft, ist das heute nicht mehr für jeden Patienten auch eine Tatsache. Natürlich muss man sehen, dass gerade allein schon die Diagnose Prostatakrebs einen Einschnitt im Zusammenhang mit der Sexualität bedeutet. Von der Seite her auch gesehen, ist es nach wie vor so, dass die Therapien, die möglicherweise mit einem Prostatakarzinom dann verbunden sind, auch einen gewissen Einfluss auf die Sexualität haben. Die Patienten, die sicherlich am meisten unter der Therapie leiden, sind Patienten, bei denen das Prostatakarzinom schon etwas fortgeschritten ist. Das heißt, hier ist es in vielen Fällen nicht mehr möglich, diese feinen Nerven, die um die Prostata herum verlaufen, bei einer Operation zu erhalten. Andererseits ist es so, dass Patienten, die beispielsweise ein weiter fortgeschrittenes Karzinom haben und eine Hormontherapie benötigen, dass diese Hormontherapien natürlich auch die Sexualität beeinflussen, auch unter anderem beispielsweise das Libido, also das sexuelle Verlangen. Bei vielen Patienten dafür, wo wir das Prostatakarzinom in einem frühen Stadium diagnostizieren, kann man nerverhaltend operieren. Das heißt, man kann diese feinen Nerven entlang der Prostata hier auch erhalten. Und damit ist es dann auch oft so, dass die Sexualität nicht so stark beeinträchtigt wird. Das heißt, es hängt also auch von der Therapie ab. Wie muss man sich das vorstellen? Verbessert sich diese Beschwerden nach Abschluss der Therapie? Gibt es dann, muss man immer damit rechnen, dass man sexuelle Probleme hat, oder wird das von Zeit zu Zeit nach Therapie verbessert? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade nach einer Operation beispielsweise sind die ersten Wochen nahezu bei jedem Patienten die Zeit, wo es mal möglicherweise gar nicht funktioniert. Man kann nicht automatisch sagen, wenn es in den ersten Wochen oder ersten ein, zwei Monaten nicht so gut funktioniert, dass das dann auch wirklich dauerhaft sein muss. Wenn wir wieder die Operation hernehmen, dann ist es so, Nerven, die womöglicherweise im Rahmen der Operation jetzt nicht durchtrennt worden sind, aber durch die Nähe von der Operationstätigkeit möglicherweise einfach irritiert worden sind, die brauchen zum Teil 3 bis 12 Monate, bis sich die dann auch wieder regenerieren. Diese medizinischen Hilfen, die man so kennt, die bei der erektilen Dysfunktion helfen sollen, sind die also auch für Prostatakrebspatienten empfohlen? Absolut. Also wir haben hier sehr ähnliche Therapien, die wir bei Patienten nach Prostatakrebstherapie, die dann möglicherweise mit erektiler Dysfunktion eben zu uns kommen, haben wir ähnliche Therapien oder die gleichen Therapien wie bei anderen Formen von sexuellen Funktionsstörungen. Wir haben dafür von medizinischer Seite einen Grundstein der Therapie der erektilen Dysfunktion, also der Erektionsstörungen. Und sind natürlich die sogenannten PDE5-Hemmer. Man kennt sie besser unter dem Begriff Viagra, Cialis und Co. Diese Medikamente führen dazu, dass die Durchblutung in den Schwellkörpern besser funktioniert. Also es wird hier sozusagen ein bisschen ein Doping für die Durchblutung in den Schwellkörpern durchgeführt. Diese
Präparate, muss man nur dazu wissen, funktionieren nur dann, wenn wirklich die Nerven erhalten worden sind. Also das ist wirklich etwas ganz Wesentliches. Das heißt, wenn diese feinen Nerven, die entlang der Prostata laufen, hier möglicherweise aufgrund des Umfangs der Operation durchschnitten werden mussten, dann funktionieren diese Präparate nicht. Wir haben aber eine ganze Menge noch andere Optionen, also beispielsweise, wenn das der Fall war oder wenn diese PDE5-Hämmer, diese durchblutungsfördernden Tabletten nicht funktionieren, dann haben wir eben noch andere Optionen. Einerseits kann man direkt in die Schwellkörper gefäßerweiternde Substanzen einbringen. Das funktioniert sehr einfach, die Patienten werden darauf eingeschult. Das sind hauchdünne Nadeln, mit denen man das ähnlich wie bei Diabetikern, die diese Insulinspritzen sich selbst verabreichen. Auch das kann man sehr einfach anwenden und in sehr vielen oder den meisten Fällen führt das dann auch zu einer ausreichenden Versteifung des Penis und damit auch letztlich wieder zur Möglichkeit, Sexualität zu leben. Bei Patienten, bei denen das nicht funktioniert, haben wir auch noch andere Optionen. Wir können beispielsweise auch anbieten, dass die Patienten eine Vakuumpumpe verwenden. Und für die Patienten, wo nicht von den genannten funktioniert, beziehungsweise womöglich auch nur nicht ausreichend oder die auch ein bisschen eine dauerhaftere Lösung suchen, besteht auch die Möglichkeit, operativ etwas zu machen. Gibt es neben der erektilen Dysfunktion noch andere Nebenwirkungen der Therapie, die sich auf die Sexualität auswirken können? Absolut. Die Sexualität hat ja letztlich viele Dimensionen. Man kann sich dann nicht nur rein auf das Thema der Erektion fokussieren, sondern es gibt natürlich beispielsweise das Thema der Libido, also des sexuellen Verlangens. Gott sei Dank, bei den meisten Formen der Behandlung des Prostatakarzinoms bleibt das Libido eigentlich erhalten. Jedoch bei hormonellen Therapien, also zum Beispiel Hormonentzugstherapien und manchmal natürlich auch, wenn es weiter fortgeschritten ist, Chemotherapien oder Ähnlichen, da leidet dann typischerweise das Libido sehr darunter. Also ein anderes wirklich wesentliches Thema ist natürlich das Thema der Kontinenz, also des Harnhaltens. Patienten, die damit Probleme haben nach einem Eingriff, Gott sei Dank ist das eher ein kleinerer Teil der Patienten, die operiert worden sind. Bei den Patienten kann es dann eben beispielsweise passieren, dass sie auch während des Geschlechtsverkehrs Harn verlieren. Man spricht in dem Fall auch möglicherweise von der Klimakturie. Also das heißt, dass beim Höhepunkt hier ein Harnverlust eintritt. Und das ist natürlich dann doch für viele Patienten sehr belastend und natürlich auch mit einer gewissen Scham verbunden. Aber auch hier kann man sagen, den Patienten kann man natürlich hervorragend helfen. Ein anderes Thema, was Patienten natürlich auch immer wieder beschreiben, ist, dass es zu einer Verkürzung des Penis kommt. Auf der einen Seite ist es so, dass tatsächlich im Rahmen von der Operation das manchmal dazu kommen kann, dass sich das Glied geringgradig verkürzt, weil ja auch hier ein bisschen von der Harnröhrenlänge eine Änderung stattfindet. Auf der anderen Seite ist es so, dass für viele Patienten, wenn nicht eine regelmäßige Erektion stattfindet, also eine Dehnung des Gewebes vorhanden ist, dass das einfach dazu führt, ähnlich wie bei anderen Sehnen im Körper, dass hier eine gewisse Verkürzung stattfindet. Und den Patienten kann man zum Beispiel raten, dass sie diese Vakuumpumpen verwenden, weil die das Gewebe dann entsprechend auch wieder dehnen. Und auf der anderen Seite nach Möglichkeit, viele Erektionen sind hier auch wiederum etwas Positives. Und zum Abschluss von noch möglichen sexuellen Nebenwirkungen darf man nicht ganz vergessen, die sogenannte Penisverkrümmung. Hier kommt es eben auch dazu, dass im Bereich dieser Schwellkörperhüllen, die ja eben für die Erektion zuständig sind, dass es hier zu einer Art Narbenbildung kommt, die dann dazu führt, dass die Elastizität dieser Schwellkörperhüllen nicht mehr so gegeben ist. Und wenn das auf einer Seite ist, dann beginnt sich der Penis in diese Richtung oder beispielsweise nach oben zu krümmen.
Und auch da die gute Nachricht, auch in den Fällen können wir was machen, in manchen Fällen konservativ, in anderen Fällen operativ. Also auch das kann man beheben. Das heißt, die gute Nachricht, trotz vieler möglicher Nebenwirkungen, gibt es eigentlich auch fast für jede Nebenwirkung eine passende Therapie dazu. Absolut. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges und das ist eine ganz wichtige Nachricht, die man hier wirklich auch dem Patienten mitgeben muss oder sollte. Das heißt, nicht den Kopf verlieren, sich Zeit nehmen und Mut fassen, dass das Leben genauso und auch in guter Qualität das Sexualleben weitergehen kann. Absolut, genau. Vielen Dank, Herr Doktor. Vielen Dank für die Einladung. Therapien bei Prostatakrebs wirken sich auch oft unmittelbar auf die Sexualität des Patienten aus. Die gute Nachricht, fast alle dieser Folgen können medizinisch behandelt werden. Was man darüber hinaus noch tun kann, möchte ich jetzt mit Magister Karin Isak, Beratungsstellenleiterin der Krebshilfe Wien, und Magister Wolfgang Kostenwein, Leiter des Instituts für Sexualpädagogik und Sexualtherapien. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Magister Isak, Sie arbeiten ja täglich mit dem Krebspatienten. Was belastet denn Männer mit der Diagnose Prostatakrebs am meisten? Patienten suchen die Wiener Krebshilfe und alle anderen Beratungsstellen der österreichischen Krebshilfe zu verschiedenen Zeitpunkten der Behandlung auf. Das heißt, die Probleme sind je nachdem auch ganz unterschiedlich. Im Laufe der Zeit ist es dann so, dass natürlich auch Fragen der Partnerschaft, wie geht es mir mit meiner Partnerin? Und gerade bei Prostatakrebs geht es ja darum, wie weit wird meine Sexualität betroffen sein? Werde ich wieder in der Lage sein, Sexualität so zu leben, dass es für mich und meine Partnerin oder für meinen Partner befriedigend ist? Oder wird es nicht mehr möglich sein, eine Sexualität so zu leben, wie wir sie vorher gelebt haben? Das alles sind Fragen, die zu einem späteren Zeitpunkt auftauchen, aber ganz besonders wichtig sind. Wie stark beeinflussen denn sexuelle Probleme die Lebensqualität des Betroffenen und auch die Partnerschaft? Sobald die Krankheit einmal überwunden ist und man wieder einen Schritt ins Leben macht, wird natürlich die sexuelle Ebene bedeutsam für diese Männer und nicht nur für den Mann, sondern auch für die Partner, Partnerinnen. Und dann kommen all diese Themen zurück und jetzt ist die sexuelle Ebene und die Gestaltungsmöglichkeit in der Sexualität etwas, was für viele Menschen oder auch für viele Paare ja sehr elementar und wesentlich ist. Und damit verbunden die Erektionsfähigkeit. Und gerade die Erektionsfähigkeit kann natürlich entweder direkt unter dem Einfluss der Operation eine Beeinträchtigung bekommen, manchmal aber auch nicht auf der medizinisch-körperlichen Ebene, sondern auf der Ebene der Psychodynamik, sage ich einmal. Und dann ist es natürlich so, dass die Funktionalität in den Vordergrund rückt für den Mann. Dieser Mann braucht auch manchmal auch für die Absicherung der sexuellen Identität, der Wertigkeit als Mann, auch die sichtbare Erektion. Und jetzt ist es so, dass die Erektion aber ein reflektorisches Geschehen im Körper ist. Also das ist nichts, was man willentlich herbeiführen kann. Wenn die aber wichtig wird, dann wird die Aufmerksamkeit auf die Erektion gelenkt. Und die Aufmerksamkeit auf die Erektion zu lenken, da das ja reflektorisch ist, ist es eigentlich die sicherste Möglichkeit, um eine Erektion zu verhindern. Und dann ist dieser Mann, ohne dass es eine medizinische Grundlage hätte, eigentlich in einer Dynamik, die eine Erektionsproblematik hervorruft, die es eigentlich eben auf körperlicher Ebene gar nicht gäbe. Wir haben ja eben auch schon gehört, wenn das eben dieses Dilemma, wenn es Probleme in der Sexualität gibt, dann fühlt sich Mann oft nicht mehr so als richtiger Mann und hat eben diesen Identitätsverlust. Was empfehlen Sie denn? Wie kann man denn das durchbrechen oder was kann man selbst dagegen tun, um genau in dieser Spirale auszusteigen? Also die Spirale ist ja noch ein bisschen komplexer. Man muss sich ja vorstellen, dass die Erektion für den Mann selber schon sehr bedeutungsvoll ist. Jetzt ist es aber so, dass auch die Erektion für den Mann ja auch für die Partnerin oder für den Partner bedeutungsvoll ist, weil das ja sozusagen das äußere Zeichen für die Lust dieser Person ist. Und dann wird es jetzt wirklich kompliziert, dann manchmal die Partnerin oder der Partner, wenn die Erektion nicht da ist, den Fehlschluss begeht, dass sie
meint, dass auch die Lust dieser Person nicht mehr da ist. Und dann wird es auf die eigene Person bezogen und es wird angenommen, ich bin nicht mehr attraktiv genug. Jetzt merkt der Partner, dass diese Person, das Gegenüber, verunsichert ist und versucht umso mehr noch die Erektion als Beleg für das Begehren zu bekommen. Und da das jetzt aber ein Reflex ist, geht das natürlich über das Bemühen nicht. Und dann ist nicht nur dieser Mann in einem Dilemma, sondern dann ist das ganze Paar in einem Dilemma. Das heißt, es ist wichtig, das auch zu durchbrechen und auszusteigen aus diesem Teufelskreis letztendlich. Das bedeutet auch, dass man unterscheiden muss zwischen Erregung und Erektion. Das wird für viele als ein Synonym gesehen. Jetzt gibt es aber natürlich Erektionen ohne Erregung, Morgenerektionen zum Beispiel oder nächtliche Erektionen. Und es gibt auf der anderen Seite Erregung ohne Erektion. Und wenn man das verwechselt und sich nicht um die Erregung kümmert, das wäre nämlich der Schlüssel, ja, sich um die Erregung zu kümmern und die Erregung als Ausgangspunkt der Handlung zu nehmen und nicht die Erektion. Die Erektion ist möglicherweise eine Folge der Erregung, aber die Fokussierung auf die Erektion ist eine Autobahnstraße in das Beziehungsdilemma dann eigentlich. Und wie kann man sich ganz konkret um diese Erregung kümmern? Was macht man da? Oder gibt es da Tipps oder Hilfen, um da herauszukommen? Na gut, Erregung kennen Menschen ja grundsätzlich. Ja. Sie beginnen nur so eine Art Themenverfehlung, weil sie sich plötzlich um das Funktionale kümmern und nicht um die Spürsehnsucht sozusagen, die ja eigentlich die Überschrift in der Sexualität sein sollte. Das heißt, man muss sich wieder dem Thema zuwenden, um das es ja eigentlich geht in der Sexualität. Und wenn Männer zu uns in die Sexualtherapie kommen, dann würden wir natürlich darin unterstützen, diese Spürfähigkeit, also die Lustintensität zugänglich zu bekommen. Ich sage nicht einmal wieder zugänglich bekommen, sondern zugänglicher zu bekommen, als es vorher notwendig war vielleicht. Und das ist die prioritäre Aufgabe der Sexualtherapie, diesen Prozess zu begleiten. Ist nicht doch auch trotz all dieser medizinischen Hilfen nicht noch immer im Hinterkopf diese Angst des Versagens, auch wenn ich weiß, ich habe medizinische Hilfsmittel, die mir eben zur Erektion helfen, aber dass man trotzdem auch diese Versagensangst hat? Natürlich, ja, und diese Versagensangst führt natürlich genau dazu, dass man dann auf der funktionalen Ebene bleibt. Und dann hat man genau diese Themenverfehlung. Dann geht es nicht mehr um die Lust, dann geht es auch nicht mehr darum, diese Lust teilen zu können mit einem Partner, Partnerin, sondern dann geht es nur mehr darum, funktioniere ich und funktioniert mein Körper. Und so funktioniert aber Sexualität nicht. Sexualität ist immer getragen vom Begehren und von der Lust, die aus einem selber heraus generiert wird. Prostatakrebspatienten ohne Partnerin haben aber dieselben Probleme. Was empfehlen Sie da? Ja, Prostatakrebspatienten ohne Partnerinnen und ohne Partner bekommen noch einen zusätzlichen Punkt dazu, nämlich die Einsamkeit. Einsamkeit ist ein ganz großes Thema im Rahmen einer Krebserkrankung, denn allein die Erkrankung kann schon sehr einsam machen. Menschen ziehen sich oft auch im Freundeskreis zurück von den Patienten und das Gefühl, alleine zu sein, es stimmt auch nicht immer, aber das Gefühl, alleine zu sein, ist ein sehr unangenehmes und ein sehr schwieriges Gefühl. Und wenn nun kein Partner da ist, mit dem ich mich austauschen kann, der mich ganz einfach gesprochen zur nächsten Behandlung begleitet, der mit dabei ist, wenn ich in die Chemotherapie gehe, dann mache ich das alles alleine. Und umso wichtiger ist in diesem Fall das soziale Umfeld. Wie geht es mit Freunden, mit Freundinnen? Wer begleitet mich? Wer hört mir zu, wenn ich am Abend zu Hause sitze und vielleicht über das Ganze nachdenke und auch sehr traurig bin? Also diese Patientengruppe hat noch einmal ganz spezielle Bedürfnisse und hier können wir wiederum in den Beratungsstellen sehr gut zur Seite stehen und schauen, dass eben zum Beispiel ein Patient dann in die Männergruppe geht, dass er hier einen Austausch findet. Die sprechen dann in der Gruppe und auch danach noch über die Probleme und über Themen des Alltags.
spätestens wenn die Erkrankung überstanden ist, kehrt ja dann doch auch wieder die Lust auf die Sexualität zurück. Meistens in einer anderen Dimension, als es davor war. Wie kann man denn diese neue Normalität selbst erfüllt befüllen? Was empfehlen Sie denn da dazu? Ja, also es ist einerseits wichtig, wieder genau diese Sehnsucht auf dieser Ebene wieder zulassen zu können. Und man muss sich auch darum kümmern. Also es ist manchmal zu wenig darauf zu warten, kommt das wieder, sondern es ist manchmal oder immer wichtig, dass man aktiv sich darum kümmert. Und das ist eigentlich einerseits schon noch die Aufgabe des Paares, da die Akzeptanz und auch die Geduld aufzubringen, dass diese Dinge wieder kommen dürfen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine individuelle, eine persönliche Herausforderung, sich diesem Thema meiner Lust wieder aktiv zuzuwenden und sich darum zu kümmern, auch in der Masturbation wieder zu schauen, wie komme ich in eine gute Lust. Manchmal allerdings, und das erlebe ich immer wieder, wenn Männer zu mir kommen nach so einem Eingriff zum Beispiel, müssen sie sich erstmals um etwas kümmern, was früher immer im Automatismus funktioniert hat, worum sie sich nie gekümmert haben, was aber nie alles ausgeschöpft hat, was notwendig wäre, um wirklich in eine intensive Lust zu kommen, aber es war immer funktional und hat alles funktioniert. Das heißt, manchmal ist es auch eine Gelegenheit, sich jetzt wirklich aktiv um die eigene Sexualität zu kümmern, um Erweiterung zu kümmern, um intensiver spüren, erleben zu können und das dann wieder mit der Partnerin teilen zu können. Warum ist denn der Schritt in die Sexualberatung für betroffene Männer so schwierig? Okay, ich denke, da gibt es viele Gründe, aber ein Grund ist sicherlich, dass die meisten Menschen davon ausgehen, dass die Sexualität, die sie haben, jetzt die Sexualität ist und dass das unveränderbar wäre. Also das Wissen darum, dass Sexualität entwickelt wird und sich immer weiterentwickelt und man sich auch um Erweiterungsschritte kümmern kann, das ist eigentlich in den Köpfen der Menschen nicht drinnen. Es ist ja auch eigentlich so, dass auch wenn ein Paar sich findet, dann geht man immer davon aus, dass die gemeinsame Sexualität die Schnittmenge der individuellen Sexualität wäre. Das ist ja eigentlich eine jämmerliche Idee. Die Sexualitäten, man kann es zusammenwachsen, man kann sich erweitern in den Möglichkeiten und man kann sehr wohl Entwicklungsschritte gehen. Und gerade so ein Ereignis, ein operativer Eingriff, ist manchmal ein guter Beginn, ein guter Start für einen Erweiterungsschritt. Und möglicherweise landet man in einer Sexualität, die man vorher gar nicht kannte. Abschließend möchte ich noch gerne fragen, gibt es ganz spezielle Angebote für Prostatakrebspatienten bei der Krebshilfe und auch deren Angehörigen? Was gibt es hier? In den Beratungsstellen der österreichischen Krebshilfe gibt es Hilfe für Betroffene und für Angehörige. Wir haben verschiedene Settings. Wir haben in der Psychoonkologie das Einzelsetting, das heißt, der betroffene Mann kann zu uns kommen und alleine mit einer Beraterin sprechen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass das Paar zu uns kommt. Und es ist manchmal dann ein Stückchen einfacher, wenn beide gemeinsam kommen und über ihre aktuelle Thematik sprechen. Und was ganz besonders fein ist, sind Männergruppen, die sich nun mehr und mehr etablieren. Die Angehörigen bekommen genauso Hilfe hier in den Krebshilfestellen. Wir sprechen hier sehr viel über ihre speziellen Themen, die sie betreffen. Die Angehörigen können Kinder und junge Erwachsene, wie gesagt, sein oder die Partner, Partnerinnen, aber auch Geschwister. Und manchmal kommen auch Freundesgruppen und sagen, wie kann ich mit dem Mann, der gerade erkrankt ist, jetzt sprechen? Sollen wir das Thema ansprechen? Sollen wir lieber schweigen? Sollen wir es am Arbeitsplatz anreden? Das sind dann schon ganz große Fragen und dann setzen wir uns in der ganzen Gruppe gemeinsam zusammen und diskutieren das auch so ein Stück weit. Was ist denn jetzt für diesen speziellen Mann vielleicht das Geeignetere? Was ist das, was jetzt passt? Also Reden hilft, davon sind wir ganz überzeugt und daher freuen wir uns, wenn wir auch in Zukunft mehr Männer in den Beratungsstellen hier sehen und gemeinsam mit Partnerinnen oder auch allein für sie da sein können und ein bisschen den Weg, der doch nicht ganz einfach ist, durch diese Erkrankung begleiten zu können. Dankeschön. Sich Zeit nehmen, nicht den Mut verlieren, mit dem behandelnden Arzt, der behandelnden Ärztin darüber sprechen und vor allen Dingen den Partner und die Partnerin mit einbeziehen. Das sind die wichtigsten Empfehlungen für Prostatakrebspatienten, die sich wieder um ihre Sexualität kümmern wollen. Und ich möchte Ihnen noch unsere Broschüre Sexualität und Krebs empfehlen. Die gibt es kostenlos bei der Österreichischen Krebshilfe.